Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Final Fantasy 14 Dungeon Guide. Ich hoffe, ich kann euch hier mit ein bisschen in Xalfatul aushelfen und ja, viel Spaß beim Angucken. Zuallererst haben wir in diesem Dungeon eine Dreiergruppe. Gefolgt wird das von einem einzelnen Gegner und danach noch eine Zweiergruppe, die hier ja, zusammengezogen werden können, je nachdem, ob ihr euch gut genug fühlt. Und dann sind die hier überhaupt kein Problem hier. Sobald der Weg hier frei ist, geht es auch schon weiter. Und hier wird es jetzt auch etwas interessanter. Und zwar kommt es jetzt hier wirklich ganz stark darauf an, ob ihr als Tank oder als Heiler gut genug seid, das Ganze hochheilen zu können oder tanken zu können. Denn hier haben wir einige Gegner, die wir zusammenziehen können. Wenn ihr allerdings euch nicht gut genug fühlt, dann ja, macht es lieber in einzelnen Steps. Denn sonst ist hier sehr schnell, sehr bald vorbei und ihr kriegt sehr viel Damage. Ansonsten, wie ich es hier gemacht habe, einfach alles zusammenziehen und euer Bestes geben. Eure Cooldowns zünden, wenn ihr der Tank seid, und dann sollten auch die hier kein Problem sein. Unser erster Boss in dem Dungeon ist Nuzahl Hyrlok und ist ein Xal, der eine sehr interessante Mechanik hat. Windknall visiert einen Mitspieler an, der dem AOE-Schaden ausweichen muss. Nach dem Cast Aufsteigen wird der Boss in die Lüfte sich bewegen und ist nicht mehr angreifbar. Danach erscheinen drei Adds, die alle drei besiegt werden wollen. Die besondere Mechanik hier ist, ihr seht den Wirbelsturm, der hier auf der Fläche herumirrt. Diesen müsst ihr im Auge behalten, denn sobald der Ballon besiegt ist, muss einer der Mitspieler auf diesen Wirbelsturm mitrennen, damit, wenn der Wirbelsturm, wenn der Ballon platzt, der Wirbelsturm einen nach oben befördert und den Boss nach unten befördert. Danach erscheinen nochmal zwei Adds, die sich mit dem Boss verbinden und den Boss dadurch unverwundbar machen. Das heißt, die Adds müssen besiegt werden. Ab hier wiederholt sich dann nur noch die Mechanik vom Boss und wenn ihr das alles befolgt, ist hier dieser Boss kein Problem. Nach dem ersten Boss haben wir dann eine Zweiergruppe, die ihr weiterziehen könnt bis zu dieser Plattform, wo nochmal zwei Gegner stehen. Vorsicht hier, der äußere Rand der Plattform ist mit Nadeln oder Fallen bespickt. Das heißt, ihr könnt euch nach innen drin bewegen. Und ja, besiegt die Gegner hier am besten auf der Plattform. Danach haben wir nochmal einen ganzen Schwarm an Gegner, die wir hier weiterziehen können. Es sei denn, ihr fühlt euch nicht gut genug, dann besiegt die einzeln hier unten die Vierergruppe und dann die Dreiergruppe hier oben. Ihr könnt aber wie gesagt auch alle zusammenziehen. Vergesst danach nicht den Schlüssel aufzuheben, denn nur damit geht's weiter zum nächsten Boss. Nachdem wir nochmal eine Dreiergruppe besiegt haben, geht es hier weiter mit Boss Nummer 2, Dotoli Kilok. Fächersturm ist ein AOE-Schaden nach vorne, dem ihr einfach ausweichen solltet. Der brausende Fächersturm ist ein Knockback, also schaut, dass ihr nicht in die Stachelfallen geschleudert werdet. Der Boss wird jetzt zusätzlich einen Mitspieler markieren, der einen Wirbelsturm ablegen muss mit seinem Marker. Legt die Wirbelstürme am besten so ab, dass ihr, wenn ihr nochmal den Knockback-Zauber von ihm abkriegt, nicht dort hineingeschleudert werden könnt. Danach wiederholen sich auch hier die Mechaniken wieder. Also schaut wirklich, dass ihr die Wirbelstürme so ablegt, dass ihr nicht dort hineinfliegen könnt bei dem Knockback. Und dann ist auch der Boss hier kein Problem. Nach Boss Nummer 2 haben wir hier eine Zweiergruppe. Wir haben auch hier einen Ballon, der ankommt. Wichtig hierbei ist, fokussiert euch wirklich auf den Ballon zuerst, denn dieser spawnt mehr und mehr Adds. Und sobald dieser nicht besiegt ist, könnt ihr auch nicht weiter. Dieselbe Mechanik haben wir auch bei der nächsten Plattform. Hier wäre eine Zweiergruppe. Jetzt ist es nur so, dass links einmal der Ballon kommt. Fokussiert euch da drauf, wenn ihr schnellstmöglich hier durch sein wollt. Wenn dieser Ballon besiegt ist, spurtet schnellstmöglich auf die andere Seite, denn hier kommt ein zweiter Ballon. Wenn ihr zusammen, auch die DDs und der Tanks, alle auf den zweiten Ballon gleich geht, dann könnt ihr den Ballon killen, bevor er wieder verschwindet und mehr Adds spawnen lässt und habt hier ein sehr viel leichteres Leben.
Danach haben wir noch eine Zweiergruppe vor Boss Nummer 3 und ja, die sollten hier kein Problem mehr darstellen. Unser Endboss beginnt seinen Kampf mit einem Ixal Windgar, das einen gruppenweiter Schaden ist. Falke markiert alle Mitspieler, die müssen auseinanderlaufen, damit sie sich nicht überlappen und den Schaden aufteilen. Ixal Windra markiert einen Mitspieler, der aus dem AOE-Schaden rauslaufen muss. Danach wird erneut der Zauber Falke erscheinen, nur mit einem anderen Marker. Dieser Marker zeigt an, dass wir hier stacken müssen, also alle Mitspieler aufeinander stehen, damit der Schaden hier geteilt wird. Danach kommt die Beschwörung Garudas und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn hier kommen alle Zauber gefühlt auf einmal. Einmal der Falkenzauber, bei dem ihr entweder stacken oder auseinanderlaufen müsst. Garuda wird außerdem noch entweder den äußeren Ring oder den inneren Ring sperren, wo ihr nicht drinnen stehen dürft. Und natürlich wird noch ein AOE-Flächeneffekt hier erscheinen. Also passt hier ein bisschen auf. Und ja, wenn ihr hier gut durch seid, dann wiederholen sich die Mechaniken nur noch. Und somit habt ihr dank Xelfertol auch geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Guide. Abonniert mich doch, lasst ein Like da, einen Kommentar, besucht mich auf Twitch und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.